Hallo alle zusammen, willkommen zu einem What I Eat in a Day. Ich zeige euch mal gleich, was ich heute Morgen schon gegessen habe. Hallo alle zusammen, guten Morgen. Hier haben wir mein Frühstück. Das ist gekochter Quinoa. Dazu gibt es eine halbe, dreiviertel Banane ungefähr. Und dazu Reismilch. Ich werde das jetzt also einfach essen wie Cereal, also wie Cornflakes oder Müsli. Und was ich gerade als Snack hatte? Es ist jetzt ungefähr 20 nach 1 und ich möchte mir jetzt einen Mittag machen. Ich möchte mir irgendwas mit Gemüse machen. Ich habe nämlich in letzter Zeit wenig Gemüse gegessen. Eigentlich seit Weihnachten, könnte man fast sagen. Ich möchte eigentlich nur Kekse und Schokolade essen oder halt Brot mit Aufstrich oder so. Irgendwas Einfaches. Und nicht kochen. Ich habe keinen Bock auf Kochen. Aber heute habe ich mir gedacht, ich muss mal wieder kochen. Bis ich mich entschieden habe, was ich so koche, dachte ich, ich esse einen kleinen Snack und zwar diesen wunderschönen Apfel hier. Ich habe schon gerade 2000 Rooibos-Tee mit Reismilch getrunken. Dies liebe ich einfach auch im Winter. Und das geht einfach immer. Ja, ein Apfel geht für mich auch einfach immer. Ich gucke dann erstmal in den Kühlschrank und in die Kühltruhe, was wir eigentlich noch so da haben, an Gemüse. Und dann überlege ich mir, was ich so mache. Jedenfalls, jetzt ist mal ein Apfel. Und jetzt bin ich so weit, dass ich gerne Mittag machen möchte. Und zwar Gemüse, denn ich habe so wenig Gemüse gegessen in letzter Zeit. So wenig. Wir sind mal wieder in meiner Küche unterwegs. Und heute möchte ich Rosenkohl machen und dieses asiatische Gemüse. Ihr seht schon, ich habe auch nichts im Kühlschrank. Ich habe nur noch was in der Kühltruhe. Ich sage euch, Gemüse aus der Kühltruhe sollte man nicht unterschätzen. Es ist wirklich großartig, das einfach da zu haben. Und wenn man mal nichts hat, wenn man mal nichts im Kühlschrank hat, sag ich mal, dann guckt man einfach in die Kühltruhe und dann ist da was. Yay! Und dann kann man Gemüse essen. Doppelt yay! In meinen Topf mache ich Klecks Kokosöl und dann brate ich den Rosenkohl an und mache dann ein bisschen Wasser dazu, wenn es ein bisschen angebraten ist. Da der Rosenkohl halt sehr viel länger braucht als das asiatische Gemüse, lasse ich den einfach so 5 Minuten vor sich hin kochen und gebe das asiatische Gemüse dann einfach später dazu. Das Gute an Gemüse aus der Kühltruhe ist übrigens auch, dass man es nicht vorher putzen muss und nicht vorher kleinschneiden muss. Es ist meistens schon in irgendwie mundgerechte Stücke geteilt. Ich finde das ein super Pluspunkt, weil ich glaube, viele mögen nämlich genau das daran nicht an Gemüse essen, dass man das halt vorbereiten muss. Ja, und so umgeht ihr den ganzen Kram. Das hier ist das fertige Mittag. Sehr grün, sehr pflanzlich. So viel Gemüse. Nur Gemüse eigentlich. Es ist vielleicht nicht das schönste Essen auf der Welt, aber bestimmt das gesündeste. Ich habe da kein extra Salz dran gemacht oder irgendwelche anderen Gewürze, weil dieses asiatische Gemüse schon so leicht gewürzt ist und das reicht mir völlig. Dann suche ich mir mal ein gemütliches Plätzchen und esse das hier. Es ist jetzt nachmittags um 4 und ich habe Bock auf was Fruchtiges. Deshalb esse ich jetzt hier so eine Clementine oder Mandarine. Die sind auf jeden Fall übelst fest. Und es ist darunter wirklich steinhart. Man hat seine liebe Mühe, diese Teile zu schälen. Aber es ist das Einzige, was ich da habe an Fruchtigem. Außer natürlich Banane, Kiwi und Apfel. Meine Kiwis hier sind alle noch unreif. Die sind steinhart. Ja, deshalb esse ich jetzt die steinharte Mandarine. Super Alternative. Ich habe mir hier gerade eine schöne Tasse Karo-Kaffee gemacht. Ich habe es ein bisschen zu hoch aufgegossen, deshalb hat jetzt nicht mehr so viel Milch reingepasst. Sonst hätte ich auf jeden Fall noch mehr Milch reingemacht. Es ist jetzt eine halbe Stunde später, also 4:30 und ich sitze jetzt an meinem Schreibtisch und schneide ein Video. Und da brauche ich ein bisschen Schokolade, habe ich mir gedacht. Und deshalb esse ich jetzt diese Edelbitter-Schokolade. Da habe ich noch 2 Stück von. Hey Leute, es ist jetzt 7 und ich habe Abendbrotshunger. Deshalb esse ich jetzt auch schon mal so eine kleine Stulle hier. Ich habe mir so ein Roggenbrot gekauft, so ein Vollkorn-Roggenbrot. Da ist nur Roggen drin. In letzter Zeit esse ich sehr gerne Aufstriche, meistens auf Knäckebrot. Dieses hier, dieses Roggenbrot, hatte ich schon länger nicht mehr. Was ich an Knäckebrot liebe, ist, dass es halt so knusprig ist. Das finde ich echt geil. Und ich habe auch keinen Aufstrich mehr. Hier sowas in der Art hatten wir. Das hier ist der Alnatura Kichererbsen-Ingwer-Aufstrich. Was ich ansonsten als Aufstrich auch liebe, ist Marmite. Das ist schon ein bisschen extrem. Und es ist auch ein bisschen besonders im Geschmack. Das ist sehr intensiv. Dann gucken wir mal, was ich hier so da habe und was ich da jetzt so drauf mache. Guckt mal, Leute, ich habe noch ein bisschen Avocado im Kühlschrank gefunden. Yay! Das heißt, ich habe da jetzt Tomatenmark und Avocado drauf. Das reicht mir auf jeden Fall. Geil! Vielleicht sollte ich da noch ein bisschen schwarzen Pfeffer drauf machen. Ja! Geil! Was könnte ich mehr wollen als das? Und die zweite Schnitte. Ich habe letztens eine große Portion Dahl gemacht, also so ein Linsenbrei. Und das hier ist ein Teil davon. Das habe ich einfach in so Gläsern eingefroren. Und das kann man gut machen. Hier sind noch ein paar Reste vom Mittag drin. Wie ihr seht, Rosenkohl. Die Erbsen und den Rest des Gemüses hatte ich größtenteils schon aufgegessen. Sollte auf jeden Fall satt machen. Okay, Freunde, das war's für heute mit meinem What I Eat in a Day. Diesmal ein bisschen anders, wenig gekocht, eigentlich nur warm gemacht.
Ich habe heute nur Zeug aus der Kühltruhe oder Zeug aus dem Kühlschrank gegessen. Das war so das Food Diary für die Lazy Girls oder für die, die keine Zeit haben. Also ich kann es echt nur empfehlen mit dem Vorkochen und dann zum Beispiel was einfrieren portionsweise. Das ist auch super, wenn ihr zum Beispiel aus dem Urlaub zurückkommt und dann habt ihr gleich eine Portion was Schönes, Warmes. Oder wenn ihr irgendwie arbeiten wart und kommt dann abends nach Hause und habt keinen Bock, jetzt euch noch in die Küche zu stellen und euch was zuzubereiten. Dann ist das super, wenn man sich einfach was aus dem Kühlschrank holen kann, wenn man es schon vorbereitet hat oder einfach halt aus der Gefriertruhe. Ich bin auf jeden Fall super happy mit dem, was ich heute hatte. Endlich mal kein Knäckebrot mit Aufstrich. Und selbst das, was ich heute auf meinem Roggenbrot hatte, war echt geil. Avocado und so. Dann bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Zusehen. Gebt diesem Video gerne ein Like. Ich verlinke euch natürlich noch mein letztes Food Diary. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!